Moment mal, Leute, was geht ab? Wir haben gerade unsere alte Schule besucht. Schau mal, schön nicht gesehen. Und, ja, was haben wir heute gemacht, Bruder? Heute ist dein Geburtstag, Bruder. Das haben wir schon, das wissen alle schon durch mein Video. Bruder, das musste an Video. Alle gesendet werden, Digga, so ist es nicht. Es war ein sehr süßes Video, ich glaube, ich stimme dem zu. Danke an alle Geburtstagsgrüße, die ich mir noch angucken werde. Ja, Bruder, liest hier jeden Kommentar durch. Und ich like auch jeden Kommentar. Aber ich hatte halt heute viel zu tun. Ich war erstmal mit Freunden, habe ich versucht, meinen Roller, ihr habt ihn gesehen in diesem einen Video, wenn nicht, checkt das aus. Ja, doch, verlinkt es. Mein Roller, mein Hinterreifen, ist geplatzt, Digga. Nicht geplatzt, sondern hat Druck verloren, ich habe keine Pumpe zu Hause. Scheiß auf die Geschichte, auf jeden Fall wollte ich den aufpumpen, war nicht geklappt. War nicht so schlimm. Dann habe ich mit meiner Mom, also habe ich mich mit meiner Mom verabredet, quasi. Bei uns zu Hause, lol. Aber ja, ich bin halt auch oft bei Freunden, deswegen habe ich mit ihr den Tag verbracht, meiner Mom, 5 Stunden. Gequatscht, gegessen, Lieblingsserie geguckt, über alte Zeiten gesprochen. Sie kennt mich halt 23 Jahre, ne? So, das ist eine verdammt lange Zeit. Wir haben sehr viel durchgemacht. Mein Weg, das wisst ihr vielleicht auch, war nicht so gerade, was Schule angeht. Ich war ein Problemkind in dem Sinne. Viele Eltern hätten vielleicht schon aufgegeben und abgetrieben. Oder weggegeben. Ich habe das ähnliche Geschenk bekommen wie von Pavi. Ein Hugo Boss Parfum. Das heißt, ich habe jetzt 2. Der fresh motherfucker. Das hier. Alle. Ich habe auch noch. Oh, das muss man eigentlich auspacken. Okay. Der beste Freund ever. Leute, wurde mal erwähnt, dass ich aus Berlin komme. Keiner hat eine Ahnung, was das ist, Bruder. Das ist unsere Flagge. Richtig an. Das ist Berlin, Leute. Ein sehr schönes, freies, reiches Land in Afrika. Okay? Ey, wow. Und so weit ist jetzt Hunger. Komm, let's go. That's the vibe. Größter Ehre. Ich weiß sogar auch mal die Dinger. Vor ein paar Monaten. Weißt du, die einfach geschenkt war. Ich hab mir das mal erzählt. Weißt du, wie ich auf die Idee kam? Schieß los, Bruder. Auf Insta habe ich mal gesehen, du hast deine Flagge auf einer Bühne gehalten. Aha, ah, ich hab das gesehen, das ist in einem Video, gell? Ich weiß nicht. Das Video, wo ich geküsst habe. In diesem roten Anzug. Ja, genau, du hast die Flagge geküsst. Du hast die Flagge geküsst. Und ich dachte mir so, ey, das Bild kam mir so in den Kopf und da dachte ich mir so, das muss ich für dich holen. Ehrenmann. Das war so auf einer Feier in Washington, war das. Aber mainly sogar Benin. Da gibt es ein paar, die in den USA leben, mehr als hier in Deutschland. Und ja. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, auskommen. Ja. Bruder, dir gehört die Straße, was soll ich sagen? Ja, heute schon, sehr Ehre. Ansonsten, ja, genau, und dann nach 5 Stunden Champ meiner Mom, war richtig geil. War Pano da, wir haben uns verabredet vor meiner Elterns Wohnung. Vor Elterns Wohnung, genau. Und hör, Bruder, hör. So anstrengend, gell? Geil, Alter. Da fühlt man sich noch größer als Und dann hatten wir ein paar Mal die Geschenke übergeben, wir haben gequatscht, haben jetzt Döner gegessen. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt in den Kommentaren deine Geburtstagsgrüße da gelassen. Bruder, ich zeig dir das gleich, da ging es richtig ab. Ehre, Ehre, Ehre. Aber erstmal ein Döner. Ja, Mann, genau. Haben im Park gechillt, kurz. Und haben ein bisschen was für die Tage geplant, weil ich war jetzt mit ihm und es ist mir immer wichtig, dass an meinem Geburtstag oder auch an seinem, dass wir uns da sehen, egal was ist. Wir haben so eine etwas größere Feier geplant für die kommende Zeit. Vielleicht seht ihr da auch einen Vlog, nur vielleicht. Dafür müsst ihr abonnieren. Jetzt guck, ob ein Video kommt. Geh zu, ich bin Profi. Ey, ich bin Profi. Schwör, Bruder, ohne dich wird hier nichts laufen. Ehre. Ich hab die geilsten Geschenke. Komm, was hab ich noch bekommen? Traumzucker, Rollertasche für Handy. Ich kann euch das mal zeigen, dass mein Handy nicht kaputt geht. iPhone 10, Leute. Schau mal, es geht nicht mal. Schrottteil alle. Und jetzt habe ich iPhone 6. Und das muss ja ganz bleiben, sonst bin ich gar nicht mehr erreichbar. Was macht Paro ohne mich? Depressionmaschine. Ich schwöre, ich würde mich so langweilen. Ich bedanke mich für jeden, der mich gedacht hat. Und ich hoffe auch,
dass ihr so jemanden in eurem Leben habt, wie ich mit Panu. Ehrenmann, der küsst dein Herz. Immer vor euch da ist. Er kam auch zu meiner Prüfungsphase, das wisst ihr gar nicht. Ich hatte mein Fachabi gemacht 2020. Und im Mai hatte ich Prüfungsphase, glaube ich, oder Juni. Und er kam vorbei für mich, ich hatte kaum Zeit, ich habe die ganze Zeit gelernt. Vor allem für diese eine Wirtschaftsprüfung. Und er kam vorbei mit so einer ähnlichen Tüte, auch Papiertüte. Also Hartpapier, wie sagt man, Pappentüte quasi. Mit Eistee. Eistee. Größter Ehrenmann, Bruder. Größter Ehrenmann, weil Eistee ist mein Lieblingsgetränk. So, das jetzt wisst ihr auch. Falls ihr was für Clint holen wollt, Eistee. Falls ihr mich mal sehen sollt auf der Straße, gib mir einfach euren Eistee, den ich bekomme. Ist ja schon ehrenhaft, sag ich ehrlich. So, das ist der achtägliche Geburtstagsgeschenk. Ey, Clint, hier, Eistee für dich. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Auf jeden Fall korrekt, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch glücklich in eurem Leben, so wie ich gerade. Und haltet immer an den Menschen, die vor euch da sind, fest. Wirklich, das ist die absolut wichtigste Sache. Scheiß auf. Man kann auf so viele Dinge scheißen, aber Familie und enge Freunde. Panu ist für mich Familie. Auch wenn wir nicht blutsverwandt sind. Das noch nicht. Aber du hast verpasst, oder? Bruder. Was hast du vor? Bruder, falls du Blut verlieren solltest, ich würde mein Blut spenden. Ehre. Ehre. Ja, das war schon lustig. So Bruderschaft. Gibt es das nicht früher so, dass man sowas besiegelt hat mit Blut? Ja, man hat seine Hand, glaube ich, ein bisschen aufgeschnitten und sich dann Check gegeben. Ja, doch. Also der andere dann auch und dann hat sich das vermischt. Ja. Genau. Dann hat man schnell die Krankheiten eingefangen. Brüderlich geteilt. Ich werde, denke ich, das so machen. Oh shit. Oh shit. Irgendwo drum, ich muss gucken. Ey, das ist geil. Das ist krass. Geil, gell? Ich schwör. So wie ein Cave. Ich bin Benin-Man. Prince of Benin. Der Fresh Prince of Benin, bitte. Der also? Fresh Prince of Benin. Video was hast du schon mal gesagt. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich schau jetzt noch von hinten Film. Kranker Typ. The Hero. Mein Dad wird sich so freuen, gell, ja, ohne Spaß. Am Ende klaut er mir das. Das kennst du? Leute, ganz gut. Das ist jetzt eigentlich das Schlusswort, aber das ist wichtig. Mein Dad ist jetzt noch Benin, wegen Erbschaftssachen, das kann ich ruhig sagen. Und weil meine Großeltern leider gestorben sind. Mein Opa, bester Mann, leider nicht kennengelernt. Oder nicht so richtig, weil ich war ein Baby und das zählt für mich nicht. Gestorben 2010. Er war nicht mal bei der Beerdigung. Wegen scheiß Arbeit. Meine Oma 2020. Schlaganfall. Mein Beileid, Bruder. Ja. Es gibt viele Menschen so. Es ist bitter wegen meinem Opa, weil es wirklich der. Ich würde alles für mein Leben eintauschen, alles was ich besitze, alles was ich immer jetzt besitzen werde, dafür, dass ich einmal mit ihm umarmen kann und mit ihm sprechen kann. Ich fühle mich so zu ihm verbunden, obwohl ich ihn nicht richtig kennengelernt habe. Mein Dad kann richtig gut erzählen. Krank. Mein Dad ist wirklich der beste Geschichtenerzähler ever, ernsthaft jetzt. Und ich hätte mich beim Opa so gut verstanden. Und mein Herz hat das so glücklich gemacht, aber auch gebrochen, wo ich hab mal, wenn ich immer mich so tot lache, weißt du, habe ich so eine Lache. Süß. Und mein Dad hat gesagt, du lachst genau wie mein Vater. Wow, yeah. Ey, das ist krass, das ist echt krass. Und ich habe angeblich sein Lächeln. Das ist wild. Ich sehe ja meinem Dad ähnlich und mein Dad sieht meinem Opa halbwegs ähnlich. Und deswegen nicht so ähnlich wie ich meinem Dad aussehe, warum auch immer, aber ja gut, die weißen Gene sind nicht so stark. Das ist halt so ein Fakt. Ja. Ich bin zwar hell, aber ansonsten, so sieht mein Dad auch aus. Könnt ihr euch vorstellen? Nur ohne ich Haare. Bestätige das. Ja, ist so. Ich so ein paar Leute aus meiner alten Schule, gell, die haben so meinen Dad gesehen und die kennen meinen Dad nicht und die haben gesagt, ey, am nächsten Tag in der Schule, ich habe meinen Dad gesehen. Ich so. Auf jeden Fall, der Punkt ist, jetzt habe ich den vergessen. Ah ja, mein Dad musste nach Benin, also ja, deswegen, muss Visum beantragen. Ich muss kein Visum beantragen. Ich sag nur Staatsbürgerschaft. Er ist der Prinz of Benin, falls ihr es an der Flagge nicht gesehen habt. König, Bruder, mein Dad ist ja eigentlich König, aber er muss beantragen. Bruder. Das ist das Lustige. Ja gut, theoretisch nicht, aber so deutsche Mucken am Flughafen und so, da kommt locker rein, ist auch wieder raus, aber... Gucken schon dann in Deutschland, so haben sie dann noch ein Visum für das Land und so, schon abfahren. Aber ja, ich finde es halt dieses lustig, dass er die Staatsbürgerschaft nicht hat. Aber du weil schon. Er ablegen musste für die Deutsche und ich schon, ja. Das ist krass. Steuerliche Vorteile hat es, dass er das gemacht hat. Er hat ja einen lebenslangen Aufenthalt in Deutschland gehabt und wurde trotzdem die Staatsbürgerschaft wegen. Ansonsten hat er die nicht behalten. Was willst du?
Digga, no front, aber er ist halt kein Deutscher. So. Ich meine, er lebt hier und so, meine Mutter ist Deutsche, aber eigentlich auch nicht. Lange Geschichte. Aber Deutschland ist auch nicht was Schlechtes, versteht mich nicht falsch, aber das Ding ist, mein Vater ist so verbunden mit unserer Heimat. Ich meine, ist ja auch normal, er hat ja da 20 Jahre gelebt, sogar in Frankreich ist oft dann hin. Also in Deutschland ist er nicht mal so lange. Länger in Berlin gelebt, 25 Jahre. Da war er 10 Jahre, 8 Jahre in Frankreich oder 7 und dann der Rest in Deutschland. Krass. Aber ja, das war das Schlusswort. Ich hoffe, ihr habt noch eine gute Zeit. Gerne das Video liken, eure Meinung dazu, zu all dem, was wir gesagt haben. Schreibt rein, wie ihr euren Geburtstag verbringt. Guter Einwand, Bruder. Ja, und mit wem? Hallo, was ist mit dir? Nicht so schnell, Bruder. Das soll ruhig. Wir müssen mit uns verbunden sein, alle. Die sind doch verbunden mit uns. Herz, Bruder, genau. Okay, hier. Mein Herz an euch. Und das meine ich wirklich sogar ernst, weil ich finde das cool mit den Vlogs. Habe ich dir erzählt. Ja, Bruder, absolut. Deswegen. Wir sehen uns. Haut rein. Und wir sehen uns, ja, beim nächsten Video. Vielleicht bei meiner richtigen, also großen Geburtstagsfeier. Wer weiß. Wer weiß. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.